Hallo und willkommen zum nächsten Teil von Tomb Raider. Ich habe eben gerade schon mal diese kleine Kiste hier links aufgemacht und dann dieser, ich muss das einfach tun. Und da waren hier diese Breitbandkletterpfeile drin, die wir schon seit langer Zeit brauchten. Und ja, die haben wir jetzt. Also, im Schnee mal wieder. Und jetzt geht's weiter hier hinten. Also, ach nee, warte mal, da war noch eine Sache. Genau, ich wollte hier noch diesen kleinen Text durchlesen. Direkt zu Anfang gibt's was zu lesen. Hui! Dann gucken wir uns, beziehungsweise hören uns doch mal an, was die nette Person hier zu erzählen hat. Also, los geht's. So. Ja? Lara! Lara! Antworte mir! Als ich dich das letzte Mal gesehen habe, warst du... Verdammt, Lara! Sei nicht tot! Nach der Lawine kam ein kurzes Signal. Ein kurzes Echo. Aber es muss deine Stimme gewesen sein. Ich bin mir ganz sicher. Ich weiß, du hast überlebt. Zumindest die Lawine. Seitdem kam kein Piep mehr. Aber ich versuch's weiter. Ich weiß, ich sollte mich in Sicherheit bringen, aber... Du hast echt geglaubt, dass ich dich hier lasse? Echt? Du solltest mich besser kennen. Ja, kennen wir auch. Nibaletter Brunnbär. Was habe ich gerade gesagt? Nibaletter? Wer ist denn Nibaletter? Nibaletter Brunnbär. Warte mal, was haben wir denn hier? Oh, eine Kerze. Was ist das? Geheimnisse entdeckt. Okay, dann gucken wir nochmal gerade, was es hier noch alles für Geheimnisse gibt. Hier wohl keine mehr. Aber da unten. Also, da gehen wir jetzt einfach mal hin. So, schwuppsdiwupps, schnibbeldi-schnapp. Warte mal, hier geht's hoch und... oder? Wohin geht's jetzt? Oder? Ich würde doch sagen, wir klettern jetzt hier drüber und gehen da runter, oder? Oder wo sollen wir hingehen? Oder springen wir hier die Brücke runter? Ich glaube... wir müssen hier runterspringen. Nee, doch nicht. Ich habe mich vertan, glaube ich. So, vielleicht geht's hier hinten irgendwo rein, was ich eben gerade übersehen habe. Aha. Und da muss ich direkt die Pfeile. Jetzt ist dann direkt der Pfeil gedingst. Oh, das ist aber cool mit diesen Pfeilen. Dann machen wir hier noch den Pfeil. Ah, und die zählen. Ach nee, warte mal. Ach so. Das gilt dann nur für so ein. Ah, okay. Und jetzt gehe ich hier hoch. Zip-rip. Halt mich hier fest. Und. Okay, also man kann dann immer nur einen platzieren. Ich verstehe. Okay, dann lesen wir doch mal hier. Noch mehr Propaganda. Arbeite hart gegen Kälte und Hunger. Propagandamaterial. Und springen. Warte mal, vielleicht können wir die Tür hier aufmachen. Nee, natürlich können wir das nicht. Das ist ja klar. Es würde mich so interessieren, was dahinter ist. Was ich dort hinter hätte. Ach, stellt euch mal vor, man müsste jetzt hier sich runterschwingen. Was für ein Spaß. Zack. Rapunzel, es geht weiter. Waren wir nicht hier schon mal? Warte mal, waren wir hier hinten nicht? Kommt mir gerade so bekannt vor. Ja, natürlich waren wir hier. Warte mal, wer ist denn da unten? Oh. Natürlich, hier war unser kleines Lager. Jetzt erinnere ich mich. Ist aber auch schon verdammt lang her, oder? Verdammt lang her. Ah, und deswegen haben wir jetzt... Ah, und jetzt haben wir dann diese tollen Pfeile. Damit wir... Ah, das soll verhindern, dass man in einem Bereich... Ja, es stürmt die ganze Zeit, liebe Lara. Dass man hier... Aber wir können doch einfach hier hochklettern. Ja. Wir klettern jetzt einfach mal ganz kurz hier hoch. Das war jetzt zwar cool jetzt mit den Pfeilen, aber wir klettern jetzt trotzdem einfach mal hier hoch und gucken, wer da oben ist. Oder nicht. So, ist hier jemand? Hallo? Nee. Warum soll ich jetzt mit den Dingern darüber klettern? Ah, Holz.
Bitter kalt. Hoffentlich schneit es auch bei uns bald. Ach, ich erinnere mich gerade, stimmt ja, hier war ja diese Tür hier unten, oder? Ja, die eine Fake-Tür war. Das habe ich mich jetzt auch gerade ganz spontan wieder dran erinnert. Lara, spring doch einfach nach oben. Okay, dann gehen wir jetzt hier hoch. Schwupps und schwupps. So, konnten wir das nicht lesen? Ich weiß es gar nicht. Ich erinnere mich an eins, das wir nicht lesen konnten. Und ich weiß echt nicht mehr, welches das war. Mist. Sind hier wieder welche? Nee. Das wär's jetzt aber auch. Ich meine, ich habe die ja erst erledigt hier. Ach, und jetzt kommt man... Waren wir nicht... Ach, da geht's auch weiter. Das ist auch sozusagen der offizielle Weg, um hier weiter nach oben zu gehen. Okay, dann gehen wir hier mal in den Shop hinein. Hier ist noch so ein Ding, das können wir aber auch nicht lesen, weil wir das auch schon gelesen haben. Auch eine witzige Aussage, ne? Wir können es nicht lesen, weil wir schon gelesen haben. Okay. Hey, willkommen zurück. Wenn du noch mehr Gold hast, ich habe Ausrüstung für dich. Ich glaube, sie sind uns noch nicht auf der Spur, aber sei diskret, ja? Oh, was will er denn jetzt? Was ist das? Gewehr, Laserzielfernrohr. Was ist das? Verfeinerungswerkzeug. Hatten wir das nicht schon? Gewehr, Granatwerfer, Pistolen, Schalldämpfer. Nee, also wenn das Werkzeug, aber hatten wir das nicht schon? Ach, holen wir es uns einfach. Sonst könnten wir es uns wohl nicht kaufen, würde ich jetzt mal so nebenbei sagen. Oder? Und dann können wir den ganzen Kram, den wir haben, vor allem mal loswerden. So. Okay, dann setzen wir uns schnell mal ans Feuer. Wir ganz kurz mal gucken. Whiteout-Jacke. Ich weiß, ich spreche selten über deine Mutter, Lara. Aber du sollst wissen, dass sie dich in eurer kurzen Zeit über alles geliebt hat. Wir waren ein glückliches Trio. Als wir sie verloren, war ich ein Wrack. Und bin es noch. Ich hoffe, eines Tages finde ich Antworten, die den Schmerz beenden. Für mich ist es zu spät. Aber für andere vielleicht nicht. Ich schweife ab. Der Schlummertrunk war zu viel. Träum was Schönes, Schatz. Ging alles um sie? Die Frage über das Leben, die du beantworten wolltest? Oder war das eine Ausrede? Vielleicht erinnerte ich dich zu sehr an sie. Gott, Lara, du sprichst mit einem Geist. Über einen Geist. Nimm du lieber einen Schlummertrunk. Oh, das sieht aber schick aus. Der Anzug, oder? Wir nehmen aber wieder die Jägerin. Das fand ich eigentlich am allerhübschesten von allen, die wir hatten. Fand ich die Jägerin eigentlich am schönsten, oder? Also ich fand die toll. Dann gucken wir mal an, was es beim Knochenbogen für Verbesserungen gibt. Was haben wir denn hier als letzte Verbesserung? Oh, mit Fell. Oh, das sieht aber cool aus. Was brauchen wir denn da? 18 Dinger. Oh, wir müssen echt mal wieder Tiere jagen gehen. Ne? Das ist ja unglaublich, was uns alles hier fehlt. Okay, wieder Schnellwechselmagazin. Das ist schon mal nicht schlecht hier. Das können wir auch mal machen. Das ist doch auch mal keine schlechte Sache. Dann verteilen wir jetzt gerade nochmal schnell 2 Punkte. Ja, ich beeile mich ja schon. Inventar, Munition, Ausrüstung, ja. Ich beeile mich doch. Oh. Hab ich jetzt gerade... Ach nee, wir brauchen Felle. Ich würde sagen, dann gehen wir ganz kurz nochmal nach unten, bevor wir weiter hochgehen. Und was ist denn das? Ach so, ich dachte schon... Wow, geräuschlose Pfeile. Ja. Ich würde sagen, geräuschlose Pfeile sind... doch irgendwie jetzt nicht so was Besonderes. Ah, das ist nur für die Pistole.
So, dann... verteilen wir hier doch gerade mal die Fähigkeiten. Der Jägersmann. Das waren die Exekutionen, die ich hatte. Ich glaube, es gibt Wichtigeres gerade, oder? Also... es gibt gerade Wichtigeres. Drücken Sie im Sprung. Ach so. Oh, das ist jetzt... das ist halt alles nicht so was Besonderes, wo ich sage. Hey, 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 hey. Entschuldigung. Ich bin so... gerade so ganz wuselig und so weiter und so fort. Machen wir das. Und Duellantenreflexe. Machen wir das hier natürlich auch. So. Wir sind eine halbe Stunde lang noch rumwuseln. Also. Okay, Kletterpfeile gibt's. Unten gibt's aber eine Menge Tiere und Gegner. Und die holen wir uns jetzt gerade nochmal. Ich würde sagen, ja, ich weiß. Aber wir haben so viel Abenteuer erlebt in letzter Zeit. Wir können jetzt auch mal gerade eine kleine Folge einlegen, in der wir einfach nur ganz gemütlich ein paar Rabauken hier erledigen. Und einfach nur mal so ein bisschen die dunkle Rächerin spielen. Uhuhu. So. Nein. Wir haben wieder den Knochenbogen gemacht. Wollte ich doch gar nicht machen. Ja, dann haben wir jetzt... Sie, woher das hier herkommt? Was sagen die? Ich höre, verstehe halt überhaupt nichts. Ja, ich weiß, ich hab's mal wieder. Und jetzt renne ich in die Höhle und da ist wahrscheinlich ein Tiger oder irgend sowas. Pass auf. Und den erledigen wir gleich. Um ein bisschen die Action noch zu erhöhen. Wirft einfach eine Bombe oder was? Was ist das denn für die... Ich werfe jetzt einfach mal die Granate. Das sollte reichen. Wo steht der denn? Okay. Auftrag erledigt. Und wir können hier weiter gemütlich unsere Sachen sammeln. Aber heißt das eigentlich, weil jetzt... Hört ihr das auch? Träge den Plan einen Großangriff. Keine Grenzscharmützel. Was hast du gehört? Einer der Jungs. Ich werde beschossen. Ich verstehe das nicht. Ich war doch eben gerade im Sicheren. Hä? Okay. Ich will gerade noch mal was ausprobieren. Also, und zwar... dieses Gestrüpp hier. Das muss ja irgendwie weggehen, oder? Ob wir vielleicht mal... Was denkt ihr? Ein Feuerpfeil, oder? Wir machen mal... einen Explosionspfeil. Nee. Bringt halt gar nichts. Ein Feuerpfeil? Nee, ein Giftpfeil garantiert nichts. Nee, das bringt auch nichts. Hab ich dann später eine Waffe, mit der ich hier durchkomme, oder ist das überhaupt nicht dafür gedacht? Kann ja auch sein. Dass das überhaupt nicht so gedacht ist. Wisst ihr, was ich meine? Das ist dann einfach nur
Oh, was ist das denn? Das war doch vorhin noch nicht da, oder? Ich bin doch vorhin ungefähr 457.000 Mal hier vorbeigelaufen und da war gar nichts. Und jetzt? Ja, die haben jetzt, die haben halt jetzt die ganzen Tiere vertrieben und das ist echt ärgerlich. Finde ich zumindest. Oh, Öl. Ach, weil das ein Öl-Dingsbums hier, Dings da, Öl-Dingsbums, Dings da ist. So. Oh. Keiner gehört von den Leuten draußen. Okay, also mindestens ist auf die Wölfe hier in diesem Ding wirklich Verlass. Ja, so. Okay. Alles gebaut und jetzt geht's weiter. Gucken wir mal, ob auch welche da oben sich hin, hier eingenistet haben. Oder ob es das war jetzt schon mit den 3-4 Leuten. Und hier haben wir auch noch was. Ja, okay. War es das schon wieder? Was? Kann man das runterschießen? Nö. Kann man nicht runterschießen. Ist doch vielleicht besser so. Wer weiß, was da drin war. Ich will das gar nicht wissen. Ich will das gar nicht wissen, was da drin ist. Da könnte ja wirklich alles drin sein. Ne? Alles Mögliche. Kekse, Erdnussbutter, Lebkuchen, Semmelknödel, alte. Oh. Ich will gerade nochmal schnell den Bogen austauschen. Und vielleicht können wir jetzt auch gerade noch das Update machen, was ich da gedingst hatte. Nee, ne, das geht noch nicht. Ach genau, da brauchten wir noch wesentlich mehr von den Dingern für. Okay, okay, okay. Schnell, das klingt aber auch so verführerisch. Nein, 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 nein. Ich heb mir meine Sachen auf und wir nehmen den guten, nicht den, sondern diesen guten Bogen, denn er ist gut. Er ist einfach gut, er ist gut. Ich habe ihn lieb. Er ist auch. Ich weiß nicht, er ist mir einfach ans Herz gewachsen jetzt, der. Der Bogen. So. Laura. Hallo. Ich brauche Ihre Talente, wenn Sie kurz Zeit haben. Oh oh. Oh oh. Was, kann, was soll das heißen? Wo ist das Problem? Ich warte auf einen Briefvogel. Sie stellt sich. Die Bewegungen des Feinds. Wir müssen ihm unbedingt vorausbleiben. Aber der blöde Vogel hat sich wegen des Funkturms in der Anlage verirrt. Was immer das Ding auch aussendet, es stört ihren Orientierungssinn. Unser Informant ist tot. Und so bleibt uns nur diese Nachricht, damit sein Tod nicht umsonst war. Ich weiß, Sie können diese blöde Krähe ebenso gut aufspüren wie die Jäger. Helfen Sie uns. Ich tue mein Bestes. Das wüsste ich zu schätzen. Okay, mache ich doch glatt. Ich helfe. Aua, gerne. Warte mal, was war denn hier? War, leuchtete doch irgendwas oder habe ich mir das nur eingebildet? Nee. Habe ich mir nicht eingebildet. Da war wirklich nichts. So. Ach, wie leise es hier gleich in dem Häuschen ist, ne? So, dalle. War hier nicht noch eine Höhle mit irgendjemandem? Was leuchtet hier? Warum leuchtet das hier grün? Ach so, die ist hier, diese komische Kritikra. Ich könnte dir auch, vielleicht kann ich dir auch einfach von ganz unten abschießen, aber ich vermute, es wird von uns verlangt, dass wir nach oben gehen.
Und dementsprechend ganz nach oben klettern. Oh. Also hier sind aber wirklich die Sachen wieder neu respawned, würde ich sagen, oder? Weil so verschiedene Sachen, ich dachte, ich hätte die... Moment, was ist das denn? Ein Shorts? Ein Familienfoto. Russland, späte 1950er Jahre. Vielleicht war einer von ihnen hier gefangen. Ob das ein echtes Foto ist? Hier steht etwas geschrieben. Erinnere dich. Stell dir mal vor. Die Menschen, ob das... Das ist ja witzig. Ob es das wirklich gab? Also diese Familie? Oder ob das sehr gut mit dem Computer nachgebaute Menschen sind, sozusagen. Also... unechte Menschen. Nein, du sollst darüber springen, genau. Das hatten wir uns doch angeguckt, genau. Ich habe gerade echt total den Faden verloren, wie wir nochmal hier hochgekommen sind. So, warte mal. Genau, hier war das so. Dann ging es hier rüber. Dann von da nach oben. Dann von da nach oben. Und genau. So. So. Lalalala. Aua. Ja, okay, das war nur eine Lampe. Es hätte mal eine böse Lampe sein können, oder? Es hätte eine böse Lampe sein können. Ja, ja, es hätte sein können, wirklich. Ich habe da Erfahrung mit. Sag mal. Ich soll doch hier die Krähe eliminieren, oder nicht? Wo ist sie denn? Hallo? Oder habe ich irgendwas falsch verstanden? Ich habe das doch jetzt so verstanden? Moment mal. Oder war der Berg gegenüber gemeint? Nee. Was war doch das hier gemeint? Ich stehe gerade echt total... total auf dem Schlauch. Total mal wieder. Ich habe es wieder geschafft. Ich habe es wieder geschafft. Fehlgeleitete Informationen. Genau, Moment, Moment, Moment. Genau. Genau, der Kreis ist direkt hier drum. Deshalb... Das muss hier sein. Aber fällt mir gerade ein... Jetzt, wo ich ein Messer habe, kann ich eigentlich auch die Flaggen losschneiden, ne? Haha. Vielleicht ist das Nest von dem Vogel. Da fliegen zwei Raben. So, ich würde sagen, nein, ich würde noch nichts sagen. Ich möchte nur sagen, dass irgendwie mal wieder ich den Questtext nicht verstanden habe und deshalb denke, dass es vielleicht was anderes ist, als es eigentlich ist. Ich meine, ich bin doch ein Superjäger. Ich meine, ich kenne mich doch mittlerweile ganz gut, ja. Hohoho, aua. Aber wo ist diese blöde Krähe? Oder habe ich, sag mal, habe ich alles falsch verstanden? So. Finden Sie den Briefvogel in der Sowjetanlage. Orten Sie den Briefvogel. Orten Sie den Briefvogel. Ja, okay. Auf der anderen Seite heißt es, ein Briefvogel auch gleich hier ganz oben hockt. Nein, ein Briefvogel kann auch unten sitzen, denn Briefvögel sind meistens Bodentiere. Und dementsprechend... sitzen sie meistens am Boden. Also es sind Bodenbrieftauben.
Wesen. Glaube ich. Also, ich habe da... Oh, jetzt kletter doch noch mal viermal hoch. So, dann müssen wir jetzt halt wirklich... Ich weiß auch nicht, warum sie dann... Oh, exotisches Tier in der Nähe. Oh, machen wir direkt einen Herzschuss, oder? Gott, bin ich gut. Und das ohne Popo-Schuss. Ohne Popo-Schuss. Moment mal. War das jetzt ein exotisches Tier? Ach so, das sind weiße Wölfe. Ach, deswegen. Ich dachte gerade schon, da stimmt doch was nicht. Da stimmt aber irgendwas nicht. Wir finden jetzt noch die Brieftaube. Die kann sich versteckt haben. Was ist das? Soll das eine Brieftaube sein, oder was? Was war das jetzt? Das war eine Brieftaube. Nein, okay, war es nicht. Komisch. Hätte wetten können, das sah wie eine Brieftaube aus, oder? Okay. Dort! Ach nein, das war der Rabe. Das war der Bruder von der Brieftaube. Der schwarze Bruder der Brieftaube. Brieftaube! Wo bist du? Da ist sie! Nein! Noch ein Rabe. Überall Raben, Raben und nochmal Raben. Sag mal, die wollen mich doch veräppeln, die Brieftauben. Das ist ein Briefrabe und Briefraben gibt es nicht, soweit ich weiß. Deshalb muss es eine Brieftaube gewesen sein. Gucken wir doch mal hier in dem Lastwagen, vielleicht hinten in dem Lastwagen. Da ist sie drin. Hat sie sich reingesetzt und hat gesagt, so, hier ist ein schöner Platz. Da setze ich mich hin und mache eine kleine Pause. Dann war es leider zu kalt und dann ist sie erfroren. Und das war schon die Geschichte über die Brieftaube eigentlich gewesen. Das hat doch eben gerade geleuchtet hier, oder nicht? Ach ja, die Brieftaube, die kleine liebe Brieftaube. Brieftaube, Brief. Brief, Brieftäubchen. Also... Ich habe immer noch das Gefühl, dass dieses Dingsbums von hier ausgeht. Wisst ihr, was ich meine? Guck mal, das geht doch gar nicht von hier aus. Die Brieftaube, also ich meine, die Markierung, ja? Die ist ja jetzt irgendwie Mission Herausforderung. So, Fehlgleit, machen wir die mal weg. Nee. Aktiv setzen, genau. Nicht aktiv setzen, aktiv setzen. Ja, die ist immer aktiv gewesen. Ja, der große Kreis ist da, wo es ist. Der andere Kreis ist da, wo es nicht ist. So, super. Ja, ich weiß, ich mache euch verrückt. Ihr habt es wahrscheinlich schon wieder gesehen. Und ich geister hier rum und finde es einfach nicht, aber... Jetzt mal gerade was ausprobieren. Also, folgende Situation. Wir gehen jetzt hier weg. Wir gehen jetzt hier einfach weg. Das war der Inspektor, oder?
links läuft er gerade. Ich merke gerade was. Dieser komische Kreis ist immer um mich herum. Wieso ist dieser Kreis um mich herum? Ah. Okay, also das Zentrum würde ich sagen direkt vor dem Dingsbums da. Das ist doch scheiße, ist das doch. Entschuldige, wenn ich das jetzt einfach mal so ganz banal sage. Aber so ist es. Ich denke halt die ganze Zeit, oh, ein Kreis, oh, ein Kreis. Das ist ein fester Kreis. Und was ist es? Okay, also es sieht eigentlich so aus, als wäre der Ursprung... Das ist keine Brieftaube, das ist ein Rabe. So, hole ich mir die Federn trotzdem. So. Oder soll ich die abschießen? Hat die Brieftaube was geklaut? Hat die Brieftaube etwas geklaut? Ich glaube ja nicht. Brieftauben sind ja eigentlich nicht so diebisch. Oder? Vielleicht gibt es auch diebische Brieftauben. Lara, kletterst du bitte wieder hoch? Diese Sicht macht mich ganz... es ist sehr, sehr glatt hier gerade, diese Stelle gewesen. Was ist das jetzt? Okay, das ist jetzt das Ding, was da runtergefallen ist, ja. Aber das ist ja keine Brieftaube gewesen, oder? Oder? Ach nein, das ist einfach nur das Ding da unten gewesen, verdammt nochmal. Ich lasse mich aber auch... Ich gebe gleich die Suche über die Brieftaube ab. Ich gebe sie gleich auf. Ich suche gleich ohne euch weiter. Und dann, was habt ihr dann davon? Oder ihr bleibt einfach bei mir und wir suchen zusammen. Sozusagen als für die letzte Folge des Jahres... Nee, Moment mal. Das ist ja gar nicht die letzte Folge des Jahres. Ach doch, das ist die letzte Folge des Jahres. Dann mache ich die jetzt einfach ein bisschen länger. So, dann suchen wir jetzt noch zusammen. Das ist die letzte Folge des Jahres. Und die machen wir jetzt zusammen. So. Wir finden das jetzt noch. So, also ganz behutsam und langsam. Wir sollen eine Brieftaube finden. Eine Brieftaube. So. Soll sie fliegen, soll sie nicht fliegen? Ich habe echt... blöderweise bei dem Text nicht zugehört. Und das ist fatal. So. Sie soll hier bei dem Gebäude sein. Bei dem Komplex. Oder? Genau. Sie ist bei dem Komplex. Da, wo es grün leuchtet. Oder heißt es nur, dass... Ach, ich... Die Sowjetanlage ist natürlich das gesamte Ding hier, ja? Und deswegen ist es wahrscheinlich da oben, so wie das Ding aussieht. Oh, jetzt, also jetzt. Oh, Moment mal, das ist ein Wolf, habt ihr das auch gehört? Die holen wir uns doch. Aber diesmal mit der Kalaschnikow. Hallo, ich bin's. Wo bist du? Da war doch gerade einer. Ah, okay. Hat sich wahrscheinlich irgendwo versteckt. Da, also, ich habe doch eben gerade einen gehört. Aber ich hat sich wahrscheinlich direkt versteckt. Das ist ja meistens dann so, wie ich das mittlerweile weiß hier so. Meine Erfahrung hier, dass die, da die mich jetzt natürlich persönlich mittlerweile kennen, leider, ja, so hier durchgezwängt. Genau, hier ist keine Brieftaube. Weiter nach oben. Oh. Und hier hin. Einmal hier rum. Rüber gesprungen. Hochgeklettert. Oh. Hochgeklettert.
Oh, ist das aber ein Weg hier hoch, oder? So. Da ist das Nest der Brieftaube. Und jetzt haben wir sie. Nein, haben wir natürlich nicht. Verdammt nochmal. Aber vielleicht können wir hier von oben irgendwas sehen. Was habe ich gerade gesagt? Vielleicht können wir... Ja. So. Oh, wir sind wieder unten. Hihi. Das ist aber schön. Irgendwo in diesem gesamten Bereich ist die Brieftaube. Als Leiche. Als Pfadfinder. Als was denn? Ich meine, die könnte ja theoretisch jetzt auch in der Höhle unten drunter sein. Wisst ihr, was ich meine? Okay, das machen wir noch. Also wenn es jetzt nicht unten in der Höhle ist, die Brieftaube. Ja? Wenn die nicht unten in der Höhle ist, dann suche ich alleine weiter und wir machen im nächsten Teil weiter. So. Diese Zeichen, sie sind nicht russisch. Eine Warnung vielleicht? Hä? Oh, da waren wir doch schon drin. Lara, bitte Vorsicht. Oh, was sollte denn eine Brieftaube hier unten machen? In die Wärme vielleicht gehen, oder? Das könnte doch wirklich sein, dass die Brieftaube sagt, oh, hier ist sie so kalt. Nee, da will ich nicht hingehen. Das ist auch, glaube ich, der Ausgang, wenn ich mich recht erinnere. Was hat die Brieftaube nochmal gesagt? Ach so, die hat gesagt, oh, ach, innerhalb der Sowjetanlage. Sag das doch gleich. Also, es ist richtig, wir sind richtig hier. Innerhalb der Sowjetanlage. Und das ist natürlich wunderschön, dass wir jetzt diese Mission bekommen, denn wir haben die Sowjetanlage ja schon durchgespielt. Also. Haltet es. Klingt nach ganz schön viel. Moment mal. Das haben wir doch schon gemacht. Bin ich jetzt. Was? Hier waren wir doch schon. Was macht sie denn jetzt hier gerade so, dass sie jetzt hier gerade so am Erzählen ist und alles? Ja, wahrscheinlich, weil hier dann jetzt die Brieftaube. Die Brieftaube hat sich hier rein verirrt. Natürlich, natürlich. Das ist eine lebensmüde Brieftaube gewesen. Sie hieß Peter. Und, ja, die war gerne... Das muss ein Teil des Mechanismus sein. Ich erinnere mich an diesen Mechanismus. Der war... Ah! Okay. Okay, da liegt Peter die Brieftaube nicht. Peter die Brieftaube. La 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 la. Ölfass? Was? 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 Vom was springt? Explodiert alles. Mit dem Tempo ist in ein paar Jahrzehnten nicht mehr viel da. Okay. Ich muss wieder darauf. Was? Von was spricht die? Ja, ist die Taube jetzt unter Wasser oder was? Mann, wir haben das doch hier alles schon gelöst. Ich verstehe gerade gar nichts mehr. Ist die Taube jetzt hier hin, hat sich hier drauf gesetzt und gesagt, was für eine schöne Schrift. Oder hat sie einen Tauchanzug gekauft? Ich weiß ja nicht, wie das heutzutage mit Tauben ist, aber... Zu meiner Zeit haben Tauben nicht solche Sachen gemacht.
Also irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist hier jetzt gerade... Ich glaube, wir lassen das. Ich glaube, wir lassen das. Und ich suche einfach noch mal ein bisschen weiter. Ich glaube, das ist das Beste, weil das ist ja jetzt Blödsinn hier mit euch. Wir machen jetzt die 4-Stunden-Folge und suchen einen Vogel. Ja, ich meine, ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das jetzt gerne noch weiter mit mir zusammen gemacht hättet. Ich nehme es einfach noch weiter auf. Wenn kommt, dass es jemand gern gesehen hätte, schiebe ich die Folge dazwischen und dann könnt ihr gerne noch 4 Stunden lang zugucken, wie ich hier verzweifelt die am Suchen bin. Also einfach in die Kommentare schreiben, wenn ihr das sehen wollt, wie ich hier noch so am Suchen bin, wie ein Besessener und unter Wasser tauche und ich weiß nicht was mache, um diese blöde Peter des Brieftäubchen zu finden. Wenn nicht, dann nicht. Also, ich wärme mich hier noch ein bisschen am Feuer, es ist nämlich ziemlich kalt hier. Brrr. Und wenn es euch gefallen hat, abonnieren, ihr wisst, wie es läuft. Wenn nicht, dann nicht. Moment mal. Wenn nicht, dann auch. So rum war's. Und ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss und ciao.